In der Kunst geht es nicht immer um schöne Dinge. Es geht darum, wer wir sind, was uns passiert ist und wie unser Leben beeinflusst wird. Diese Worte unterstreichen die Werke des Künstlers Jan van Hell. Also es ist, denke ich mal, eine Mischung aus dem Kreativen, was in mir wohnte, was sich einfach einen Weg gebahnt hat, irgendwann Dinge kanalisieren und einfach die Freude daran zu gestalten, mich auszudrücken. Ich denke, das ist der grundlegende Punkt. Arrangieren, verzerren, neu gestalten und so weit abstrahieren, dass die ursprünglichen Bilder oder Elemente nicht mehr erkennbar sind. Mind Games, der Titel der Ausstellung, bietet Einblicke in den kreativen Verstand des Künstlers. Und deswegen ist es für mich ganz logisch gewesen, die Mind Games zu nennen, weil das alles, was man auf meinen Bildern sieht, nur Ausdruck dessen ist, was in meinem Kopf passiert, welche Gedanken ich habe, welche Gefühle mich bewegen, womit ich mich jeden Tag beschäftige und ja, was auch mein täglicher Kampf so ein bisschen ist. Und deswegen war das für mich logische Folge. Der Digital- und Mixed-Media-Künstler schafft es, eine ganz bestimmte Vorstellung davon, welcher Song zu einem Bild passen würde, zu erzeugen. Die Band Nine Inch Nails und der Sänger Trent Reznor geben hierbei starke Inspiration und sind der Haupteinfluss in fast jedem Aspekt seines künstlerischen Lebens. Seit vielen Jahrzehnten folge ich dem und bin glühender Fan all seiner Arbeit. Die Live-Visuals, die Plattencover, alles, was irgendwo audiovisuell da zusammenspielt, hat mich einfach tief geprägt und spricht so vieles in mir an, dass es mich immer wieder inspiriert. Doch nicht nur Musik ist seine Inspiration. Ein großer Aspekt seiner Kunst ist das Einfangen und Darstellen von Emotionen und das Erzählen einer oftmals spannenden Geschichte. Doch wie wird hier der eigene Charakter mit der Kunst verbunden? Was sagt die Kunst über Jan aus? Dass viel in mir passiert, Dinge, die vielleicht bei anderen Menschen, die mit gewissen Dingen so nicht in ihrem Leben konfrontiert sind, in ihrem Alltag nicht zu tun haben, was da vielleicht nicht so in der Aufmerksamkeitsspanne vorkommt, Erfahrungen, die ich gemacht habe im Zuge meiner Erkrankung, im Zuge in der Klinik zum Beispiel, Menschen, die mir begegnet sind, die ähnliche Schicksale geteilt haben, die ganze Emotionalität, die ganze Klaviatur, was einen im täglichen Leben begleitet, denke ich mal, findet man definitiv darin wieder. Die Medien, die ich konsumiere, die Musik, die ich mag, die Welt, die ich sehe und auf die Art, wie ich sie auch sehe. Und natürlich ist das auch alles Teil meines Charakters. Die Ausstellung Mind Games kann man sich noch bis zum 24.09.2024 im Bennohaus in der Bennostraße 5 anschauen. Niemals aufhören, immer weiterentwickeln, kreativ sein, Freude haben. Sei du selbst, kann nichts schiefgehen.